Mein Name ist Tobias Schulz von der Firma Inkoma AG, Agentur für kreatives Marketing. Wir haben für die Kunstmesse Art Liechtenstein 2009 die Organisation übernommen und treten in diesem Sinne als Co-Veranstalter auf. Der Veranstalter Event Art Team hat schon mehrere Messen unter dem Namen Künstlermesse grenzenlos organisiert. Da ist in Liechtenstein noch keine Kunstmesse in der Form, wie wir sie im 2009 erstmalig präsentiert hatten, nutzten wir die Gelegenheit, eine Art, wie man sie schon weltweit einfach für die Kunst kennt, nutzen wir die Möglichkeit, dieses Wort auch für Liechtenstein präsent zu machen und hatten folglich die Art Liechtenstein gegründet. Die Inkoma AG hat schon mehrere Messen in verschiedenen Bereichen durchgeführt. Als Organisator für eine Kunstmesse sind wir erstmalig aufgetreten. Es hat schon sehr viel von allen Beteiligten abverlangt, sich in das Umfeld von Kunstschaffenden und Kunstliebhabern hineinzuleben und folglich eine interessante Messe zu kreieren, die den Besuchern mehr als nur gewöhnliche Kunstwerke zeigt. Die Resonanz für die Kunstmesse ist für mich im Moment sehr gut. Ich habe mich mit verschiedenen Künstlern unterhalten, sowie auch mit Besuchern. Die Besucher sind mit gewissen Erwartungen an die Messe gekommen und diese Erwartungen wurden meistens übertroffen, was mich persönlich natürlich sehr freut. Die Künstler selbst hatten auch eine entsprechend gute Kaufkraft verzeichnen können, was natürlich im Sinne jedes Künstlers ist. Und wir können folglich sagen, die Art Liechtenstein 2009 war für das erste Mal ein voller Erfolg. Wir haben bereits vor der ersten Art Liechtenstein 2009 uns mit dem Gedanken befasst, die Art Liechtenstein mehrere Jahre durchzuführen und daraus ein langfristiger Event zu machen. Wir können folglich sagen, dass nach diesem Messeverlauf, wie wir ihn dieses Mal vom 2. bis 4. Oktober hatten, eine derart positive Resonanz gekommen ist, dass wir der Event spätestens jedes zweite Jahr, aber wahrscheinlich jedes Jahr durchführen werden. Die Art Liechtenstein soll dem Kunstraum in Liechtenstein sicher mehr Platz geben. Wir sind aber natürlich bestrebt, die Art Liechtenstein in diesem Rahmen zu gestalten, dass es zahlreichen Künstlern aus aller Welt eine Plattform bietet, die einzigartig ist, die nicht verfolgt ist von kommerziellen Interessen des Veranstalters, sondern einfach als makellos gute Kunstmesse im internationalen Stil auftreten soll.